Handlanger war noch schon mal besser. Wiedersehen, Magda. Nee, oh, die ist sogar noch besser. Wert 4 Leben pro verbrauchten Zorn, nur Kreuzgitter. Ah, die hat halt einen höheren Grundschaden. Naja, wechseln wir mal wieder zum Pflege. Ein Verwundeter. Wir haben uns schreckliche Dinge angetan. Habt ihr einen Mann in Lumpen gesehen? Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Ihr habt eure Pflicht getan, Freund. Ich werde mich um Magda kümmern. Ah, den Wegpunkt hätte ich gebraucht. Ach, der ist unten. Dann hätte ich nicht nochmal zurücklaufen müssen. Wann ist der denn wieder online? Das Böse versteckt sich hier nicht. Ah, hallende Agonie. Ah, ich hab was rausgekrochen. Burning. Kopfsalat heute. Ah, war mir klar, dass der mir schreibt. Ich habe immer so ein Glück, dass die Leute mich anschreiben, wenn ich immer... Ich weiß auch nicht, warum, woran das liegt. Ah, Kopfschlag! Ja, njam, 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 njam. Oh, ich mach die Einrichtung kaputt. Echt mal. Hier, Templer. Wir können mal wieder deinen Speer auswechseln. Ah, gut. Sieht doch schon viel besser aus. Nee, am Anfang rufe ich mir meistens nie Ausrüstung, weil 10 Meter weiter oder 2 Level weiter tue ich sie wieder auswechseln. Doktisch. Mann, wie kann man das auch? Na, das war's. Na, die kriegen es doch da jetzt nicht dabei. Ja.
gestochen. Jetzt habe ich den Dreck eingesammelt. Naja. Ja, weg damit. So. Ja. Nicht so gegeben. War ja klar. Ah, klack ihn ab. Da war ja wieder klar. Das macht. Ja. Boah, da haben sie alle. So, ab in die Heile Agonie 2. Ach, hier kommen wir von mir. Im Namen des Lichts. Was macht der gerade? Ach nee, der ist ja gar nicht im Kram. Genau. Nischt. Stinkt nochmal im Battle.net rumhängen. Ja, hier steht's. Wir haben das jetzt offline. Kacknuck. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid. Sieht sich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wähnt. Gucken, ob ich richtig laufe. Ich glaub's weniger. Ah, Kistchen, Ding. Nein. Das ist der Fall. Oh, ein Beinschuss. Ah, ich bin gezapft. Ich wurde eingezapft. Das finde ich auch nicht so praktisch. Die ist von den Werten ein bisschen besser, aber dieselbe. Und damit cool. %519 und die hat nur %500. Ah, die ist halt von den Werten Stärke. Hier. Da ich hier Intelligenz drauf gehabt. Und
Wird, glaube ich, hat sie auch erhöht. 24 zu 20, ja. Und 4 wird die Elität hoch. Der hat's geil. Wenn man in Bewegung sein, ist nicht so das Wahre. Euer Mut hat euch nicht ein einziges. Mit guten Weggefährten fällt es leichter, Mut zu fassen. Ist das Gefühl kenne ich. Einmal zerquatscht. Hier, Pranger. Und da kriegt man eine Albträume. Nee, eigentlich muss ich nach unten. Ich geh mal hier lang. Vielleicht komme ich an den richtigen Ort. Und wenn ich ein paar Dinge muss ich hier machen. Das bringt Kältefähigkeiten für so 4% mehr Schaden. Da ich keine Kältefähigkeiten habe. Also Deko. Warte mal, hat es wenigstens Death-Werte? Nö. Der bleibt einfach mal drin stehen. Ach, scheiß drauf hier. Wegpunkt. Auch wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen, ich werde die Hinrichtungen der Verschwörer durchführen. Vielleicht sorgen sie sich bereits, dass ich als nächstes sie ins Auge fasse und ihre ruchlosen, verräterischen Pläne aufdecken werde. Nur Lazarus kann ich noch trauen. Langsam bin ich verwirrt. Ich finde nie den richtigen Weg in der Hallenagonie. Aber ein Kistchen finde ich. Das ist doch schon mal etwas. Meister haben mir diese Runen ins Fleisch gebrannt. Ich war mir sicher, dass ich darin sterben würde.